So, also erzähl uns noch mal, Wolfi, was machen wir heute? Wir machen eine Cave-Mission. Eine Cave-Mission in Ein einer Höhle. Kopfgeld. Ja, da hat jemand irgendwie ein Kopfgeld ausgesetzt auf einen Gangster. Und da müssen wir dann reinschauen. Okay, also ein Gangster in einer Höhle. Ja. Brauchen wir da Wasser, Wolfi? Ja, so vielleicht Wasserpistolen oder was? Oder Drogen? Was? Nein, braucht man nichts. Okay. Cool. So, ich bin auf jeden Fall, ich habe mich gerade gesättigt. Falls man sich wundert, was ich hier getrieben habe. Jetzt muss ich mal meinen Helm wieder anziehen. So, wo ist mein Helm? Da. Ja, ich bin auch gleich da. Ich bin unterwegs. Also, ich hab alles dabei. Ich habe eine Medgun dabei. Können wir die an die, an die. Ja, können wir anlegen. Ich habe eine Medgun dabei. Ich habe. Merkwürdigerweise, was ist das? Pistolenmagazin für die Toy-Pistole braucht ja eigentlich kein Mensch. Oh, naja. Hab auch eine Toy-Pistole dabei. Achso, ich bin gleich da übrigens. 6 Millionen Kilometer, ne? Jawohl. Bin ich eigentlich bewaffnet? Naja, so leidlich. Ich habe eine Menge mit, was keine Munition hat. Ja, sonst müssen wir halt schauen. Ja. Die Gegner verlieren ja wohl Waffen und verschiedenste Dinge. Naja, ich habe 5 Granaten in dem Granatwerfer. Muss reichen, oder? Ah, ja. So, nimmst du mich in deinem Schiff mit? Ach so, ja. Ich weiß ja nicht, was du fliegst, aber in der Pisces Medic ist ein bisschen. So schlecht ist sie aber nicht. Das ist schon ganz gut geeignet. Ja, aber ich will ja was mit Stil haben. Ah. So, jetzt, sag mal, jetzt ist die Messe vorbei. Müsste es jetzt nicht demnächst wieder, hat es CRG nicht irgendwie angekündigt, dass es demnächst wieder irgendwelche Gruppenevents gibt, so Ninetales und sowas? So, da habe ich nicht so aufgepasst, dass da was kommen soll. Habe ich gar nichts gehört. Wer sich jetzt fragt, warum ich in der Pisces Medical rumfliege, das war das einzige Schiff, was gerade vorhanden war. Also. Nicht, weil. Wunderschön. Ja, wunderschön ist es, aber. Wer sich hier fragt, nein, das Spiel ist nicht eingefroren, das liegt daran, dass der Quantum Travel so ein bisschen rumspinnt, wenn man aufsteht und sich wieder hinsetzt. Hört gleich wieder auf. Könnte ich mir noch was herumsuchen? So, was suchst du denn? Ja, ob ich vielleicht noch eine Waffe nehme, aber ich glaube, eine wird reichen. Eine wird reichen. So, Ja. ich komm zu dir. Du bist auf Everest Harbor, ja? Ja. Wo ich natürlich wieder nicht hinkomme. Sehr gut. Gut, dann machen wir es anders. Wo ist denn Everest Harbor? Wo bist du denn? Du bist da unten. Okay. Na, pass auf, dann fliegen wir einfach mal. Dann fliegen wir einfach mal nach Lorville und von Lorville fliegen wir dann nach oben. Mit was? Ach nee, verrat's mir nicht. Ich lass mich überraschen, mit was du uns durch die Gegend schippern willst. Ja, ich hoffe, es ist nicht beschädigt. Wieso? Was soll denn da beschädigt sein? Ja, ich weiß eben nicht. Vielleicht ist ja da wieder irgendwas. Weil das letzte Mal bei der Preiskiste war ja so, dass die. Naja, aber ich glaube nur, weil du versucht hast, in die Corsair zu stopfen. Ja, das kann natürlich sein. Und ich habe gesehen, du hast jetzt auch eine Scorpius, ne? Ja. Sogar Das. mit dem schicken Skin drauf. Ja, das musste ich gar nicht ausrüsten. Also scheinbar, wenn man da das Update drauf gemacht hat, dann hat man das schon bekommen. Was ist denn, was meinst du mit Update? Ja, die CCU da, die. Ach so. Wo soll ich da rein? So, ich bin da. Im Prinzip kannst du schon starten. Ja, ich suche nur den Knopf für die Tür. Ach so. Jetzt geht's auf, jawohl. Wenn Wolfi den Knopf für die. Schon ein bisschen ruckelig gerade hier. Wenn Wolfi den. Was ist denn los hier? So. Ich bin da. Wo bist du? Ich setze mich gerade hin.
bin im Cockpit und sitze. Guter Mann. Und ich lasse die Tür öffnen, hoffentlich. Also das Schiff sollte theoretisch ganz sein, weil ich hab's ja gerade geclaimt. Dann bin ich mal gespannt, was du mir denn heute anbietest. Ja. Wunderschön. Warte, vielleicht bis das Dach offen ist. Noch sehe ich's nicht. Ich wähle dich mal absichtlich nicht aus. Du startest nach oben, ne? Ja. Ah, nach oben ist bei mir in dem Falle nach unten. Ah, okay. Ich schau mal, wo du hin bist. Achso, das ist nett. Bin direkt bei dir im Prinzip. Was ist das? Was ist das? Warte, ich sehe es nicht. Das ist. Ah! Eine 400i! Aha. Ich bin direkt bei. Genau, das hat natürlich. Ich bin direkt bei dir, du kannst anhalten. Okay, ich stehe auch auf. So, mal kurz gucken. Ich komme rüber und dann machen wir eine schicke Höhlenmission mit Stil. Jawohl. Na los, geh auf. Brauche ich irgendwas? Ne, ich brauche nichts mitnehmen. Hui! Eine Pepsi und ein... Wobei ich mich eigentlich mal hier verorten müsste, falls ich verrecke. Ach so, ja, wenn du da bleiben möchtest, auch dann noch später, dann... Ist das noch wichtiger? Ja, naja, falls ich verrecke. Ich lande mal ganz kurz auf der Station. Ja. Ganz fix. Nur ganz fix in den. So, kannst hier draußen warten? Ich komme gleich. Ja. Soll ich einen Energy Drink nehmen? Ich sehe to sign landing bay. Ja, doch. Wo ist denn das Signed Landing Bay? Da. So, jetzt ist die Frage. Das ist, glaube ich, wieder so ein... Irgendwer ballert hier. Irgendwer schießt hier Raketen auf irgendwen. Da muss ich nachschauen, nicht, dass wieder ich das Ziel bin. Nee, ich versuche gerade rauszufinden, wer hier auf wen schießt. Das war die Station. Die Station hat auf ihn hier irgendjemand geschossen. Abgesehen davon merkst du das doch, wenn du beschossen bist, oder? Dann gibt's doch Alarm. Ja, ja, das schon. Vor allem, wenn dann Bumm macht und ich weg bin. Ja, dann auch. Ach Gott, mach's Licht aus. Die Schilde laden aber auch ganz schön langsam, da die Standardschilde. Von was? Ja, von der 400i. Achso, kann natürlich sein. So, warte mal, wo ist denn hier der Ausgang? Da. Hat die Mission, die wir da angenommen haben, hat die eine Zeit? Nein. Okay, gut. Was soll denn jetzt passieren? Gottes Willen! Auf einmal war der Boden weg. Oh, echt? Okay. Ich claime mal ganz kurz hier ein oder zwei Schiffe, die wir vielleicht gebrauchen könnten. Und ja. Zwar nehmen wir mal, was nehmen wir denn mal zum Claimen hier? Die Star Runner können wir mal claimen, ne? Ja, also das ist sicher gut. Your insurance claim has been sent. Star Runner und was holen wir uns noch kurz hier? Und die 600i, falls wir die mal brauchen. Your insurance claim has been sent. So, jetzt wollen wir mich noch schnell verorten hier. Da hinten ist das Krankenhaus.
Ja. Wo verortet man sich da? Hab's gefunden. Ach so, ja, das ist ja immer das gleiche Problem. Ja. To transfer imprint. Yes. So. Ja, hat geklappt. Dann bin ich jetzt wieder auf dem Weg zu dir. Sag mal, ich habe glatt vergessen, die 400i, hat die zwei Geschütztürme oder ist das ein Geschützturm? Ja, zwei hinten, das ist nur... Ja, 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 das meine ich, aber bedient man die... Es gibt ja welche, die sind so gekoppelt. Wo zum Henker ist denn jetzt mein Schiff? Oh, das müsste ich fast wieder ausprobieren. Ja. Muss mal ganz kurz gucken, wo mein Schiff ist. Da. Einmal einlagern, bitte. Und einmal rüberrücken. Ich probiere das mal aus. Ich bin ja jetzt quasi dein Gunner. Hangar 3. Oh, ist es wenigstens eine Höhle, wo wir reinfliegen können? Nein, das leider nicht. Schade. Da wäre dann die Biscuits fast besser. Wieso? Kannst du mit der in eine kleine Höhle reinfliegen? Nee, oder? Ja. Ist optimal, weil es so klein ist. Na, wenn es eine befliegbare Höhle ist, kommt die 400i auch rein. Ja, ja, bestimmt. Wo ich mir nicht da hundertprozentig sicher bin, weil die ziemlich groß ist. Na, das habe ich schon gemacht. Ich habe da sogar eine Conny schon untergebracht. Ja, ja, weil die eben Conny-mäßig lang ist. Deswegen ist das vielleicht schwierig. Ich weiß immer noch nicht, warum die Leute die 400i mit der Conny vergleichen. Ich finde, die ist eher so Freelancer. Ich weiß, die ist lang, und aber die da ist ja kein Volumen drin in dem Ding. Ja, ja, aber trotzdem, das ist schon eine Klasse größer, auf alle Fälle. Meinst du? Ja. Weil da ist die Freelancer hat da eher wenig im Vergleich dazu. Das ist nur ein Schacht, ein gerader, mit Cockpit vorne. Und ein paar Sachen links und rechts. So, jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, wo du bist. Ja, red weiter. Ja, also so viel Sachen sind da gar nicht. Hier sind eine Menge Leute unterwegs. Was ist denn los hier? Thank you. And please visit again. So, ich bin 1,5 Kilometer, 1 Kilometer neben dir, bin gleich da. Ich sehe dich kommen, ich stehe am besten wieder auf, damit nichts schief geht. Ich hätte eigentlich noch so ein Geografie-Deck oder so irgendwas. Das hast du in der Tat, ja, hinten. Hast du es noch nicht gefunden? Ja, doch, doch. Das habe ich ja tatsächlich komplett vergessen gehabt. Naja, was heißt Geografie-Deck? Es ist halt ein Tisch mit einer Sternkarte dran, ne? Ja, ja, das ist... Daneben kann man Jausen herrichten und sich hinsetzen. Eine Jause! Ja. Man merkt ja ganz selten, Wolfi, wo du herkommst, aber manchmal merkt man es dann doch. Eine Jause! Ich glaube, das hörst du so in Norddeutschland nirgendwo, den Begriff. Ach so, okay. So, warte mal, ich bin gleich da. Eine Jause! Das ist ja so niedlich. Da weiß keiner, wenn ich sage, ich esse Soletti oder so, das, was ich da meine. Nee, Letti weiß ich auch nicht. Soletti. Also Soletti sind die Salzstangen. Ach okay, das ist die Firma, meinst du, oder was? Ja, genau. Das sagen wir meistens Soletti. Aua. Aua. So. Ich bin drinne. Mach natürlich auch artig die Tür zu. Ja, ein super Schiffchen, muss man sagen, ne? Ja. Komm ich doch gleich mal hier hinten bei dir. Du bist ja hier. Ah, hier ist das Geografie-Deck, was du angesprochen hast. Muss aber sagen, für ein Origin-Schiff hat es relativ schlechte Aussicht, oder? Ja, das stimmt. Das also für ein Origin-Schiff. Wir wollen nicht meckern. Es ist nicht meckern, das ist eher so ja. Auf hohem Niveau. Weil eben wenig Fenster sind. Ja.
Vielleicht könnten sie da oben noch das Dach ein bisschen entfernen, dass man da rausschauen kann. So, ich sitze, Wolfi. Ah, okay. Ich war gerade in der Außenansicht. Dann schauen wir, Kurs setzen. Sitze ich hier am Gunner Seat oder wo bin ich hier? Weapons, keine Ahnung. Display, Weapons. Ah, wir sind schon unterwegs. Ja. Eigentlich hatte ich ja das Schiff gar nicht mehr die ganze Zeit, aber. Enter Remote Turret, Power on. Du hattest es nicht? Ja. Weil es daran war eben so schnell, da dachte ich mir, ach, eigentlich brauche ich das gar nicht, weil die sind ungefähr gleich. Ja, also ich muss sagen, ich muss auch sagen, die Star Runner macht das Schiff hier eigentlich so ein bisschen, wie soll man sagen, obsolet, oder? Also ja, das ist mein Problem. Teilweise auch noch immer noch. Also ja, also noch. Deswegen habe ich überlege, die Star Runner habe ich ja, und ich überlege halt, ob ich dieses Schiff hier lieber doch wieder zu der Conny Aquila mache. Weil die Conny Aquila ist dann doch halt noch eine Nummer größer, finde ich. Und hat halt auch noch ein paar mehr Möglichkeiten. Aber das ist halt ja. das sind so ganz, ganz, ganz luxusartige Entscheidungen, wo man nicht weiß, ob der scheinbar wieder so hinfliegen. Ja. Ich meine, aber sie ist halt auch sehr schön, finde ich, hier so als Pfeilspitze. Ne? Sie hat schon durchaus was Feines. Ja, und irgendwie, also die mitfliegen, die haben ja einen Komfort da, das kann man ja auch sehen, dass man da Essen zubereiten kann und da ist ein Kühlschrank eigentlich da hinten. Ja, ich meine, die Conny Aquila zum Beispiel, die hat ja, das ist ja definitiv ein Multicrew-Schiff. Also die hat den Scannerturm und den Fighter und den Rover und ich würde sagen, da, alleine bist du da. Aber das hier, ich finde, das kannst du auch hier, das ist auch so ein Schiff, was du alleine. Ich meine, was ist denn die Aufgabe von den Mitfliegern, außer die Türme zu bedienen? Ja, genau, deswegen, das könnte ja noch gehen. Also es ist. Bei der Krone ist ja auch so, dass man schauen muss, wie die Sachen repariert werden können dann später. Ja. Und so ähnliche Probleme wird man da wohl auch haben. Dass man mit dem Lift drauf und runter fahren muss, wenn irgendwas ist. Ich glaube, das geht. Wie sagte einer so schön, das war einer von hier von den Zuschauern bei meinem Kanal, der hatte gesagt, die 400i ist sowas wie der Camper, mit dem man Vögel beobachten fliegen kann, ne? Zum Beispiel. Ja. Also so ein richtiges Familienschiffchen. Und die, was hat er gesagt, die Corsair, mit der kann man auch Vögel beobachten, aber zum Beispiel, wo es ein bisschen gefährlicher ist, zum Beispiel Vögel beobachten in Vendel Space. Ja. Du hast übrigens keinen Helm an, weißt du das? Echt? Okay, dann habe ich was vergessen. Zumindest bei mir hast du keinen Helm, ich weiß nicht. Ich glaube, ich habe ihn im Rucksack reingesteckt. Ja, okay. Nicht, dass er. Ich meine, hier ist ja nicht schlimm, aber wenn du da aussteigst. Also, um die Frage zu beantworten, sie hat in der Tat zwei Türme. Einen unteren und einen oberen, die separat getrennt werden. Also man braucht, um die voll funktionsfähig zu halten, musst du in der Tat zwei Gunner haben. Das ist jetzt der untere Turm hier, glaube ich, oder? Wo bin ich? Das ist der obere. Keine Ahnung, man sieht das ja nicht. Ja doch, das ist der obere. Das ist der obere Turm. Ich versuche mal stark zu bremsen. Was meinst du mit Spaß? Vergiss nicht, die Höhle verschwindet kurz, wenn du in der Nähe bist. Ja. Ne? Ja, deswegen, ich möchte unbedingt mal langsam sein, damit ich nicht später dann das Problem habe mit zu hoher Geschwindigkeit. Weil bremsen geht ja doch nicht so locker. Oh. Da sind schon die. Was sind das für Ziele, die ich da gerade. Locate. Warum habe ich da zweimal, dass ich ihn locaten soll? Ich habe das auch. Also okay. Ich glaube, ein Punkt ist drüber und einer drunter nicht. Ich weiß aber echt. Werden wir sehen. Das ist. Vielleicht, weil sie eben dieses Problem hatten, dass da der Marker verschwindet, jetzt haben sie zwei oder so. Meinst du, doppelt hält besser? Ja. Alles klar.
Bei der 400i habe ich auch noch immer so ein bisschen das Problem, was ich auch bei der Corsair hatte und was ich vielleicht hin und wieder auch mal bei der 600i habe, wobei die 600i finde ich so ein geiles Schiff, das werde ich definitiv nicht aufgeben. Die 400i ist für mich immer noch so, es ist kein reines Forschungsschiff, es ist so ein Luxus-Schipper-Hin-und-Her-Schiff. Ne? Es ist nicht, ja. Ja, es ist eigentlich auch so ähnlich wie das hier. Ja, meine ich ja, die 400. Eben ja. Ein Maß größer, die 600er halt, meine ich. Da warte ich ja auch immer noch sehnsüchtig auf die Überarbeitung, was sie da wohl vorhaben. Ja. Weil die hätte ich halt gerne gehabt, aber die ist natürlich viel zu teuer. Ja, da dachte ich mir, dann nehme ich halt die. Sei denn, du gradest irgendwas ab, was du hast, ne? Ja. Ja, was kostet die 600i? Wenn dann die Explorer, nehme ich mal an, ne? Also die Touring, mein Gott. Ja, genau. Die kostet ja, glaube ich, fast 500 Öcken, ne? Soweit ich das gesehen habe. Ja, das wäre dann doch ein bisschen hoch. So, was ist das für eine dreckige Suppe hier? Man sieht überhaupt nichts. Ich glaube, jetzt schält sich langsam der Boden. Also dabei sehe ich das ganz schön, das Ziel. Ah, jetzt ist es verschwunden. Ja, aber jetzt sieht man wenigstens gut, wo man hinfliegen muss. Ja. Kann ich mich gleich mal mit neuen Waffen ausrüsten. Der Wolfi packt's Fahrwerk aus. Ja, ich muss ja schon vorsorgen, dass da nichts passiert. Wo ist denn der Höhleneingang? Das ist eine Wüste. Ich glaub, ach, das ist da, ja. Ist, nee, ich sehe es ehrlich gesagt nicht. Doch, ja, richtig, da ist er. Ist das eine... schon gewaltig herumverirrt da bei der Suche nach einem Eingang. Ja, aber du hast recht, da ist er wohl. Ja. Wird's immer nicht zu groß für schön landen? Ach, jetzt habe ich gar kein Multitool dabei, um Mining zu betreiben. Ach, da findet man genug. Multitools? Da hat fast jeder, ja. Gerade für Mining hat jeder da eines, glaube okay. ich. Oder fast jeder. So. Wie eine Eins. Ja. Vergiss deinen Helm nicht. Ja. Sonst ist das eine kurze Reise. Ja. Was denn du für einen Rucksack? Das ist der, der dabei ist bei dem. Echt? Okay. Ja, ich habe auch da noch ein paar Lebensmittel. Ich bin immer überrascht, dass der Lift so schnell ist. Ja, dann kannst du ja auch zur Not, kannst du den ja auch, kannst du ja auch die Leiter nehmen. Ja. Ah, ein kleiner Schritt für Fleck. Ein großer Schritt für die Menschheit. Einmal bin ich da schon gestorben beim Aufsteigen. Was? Ja. So, ich würde hinter mir bleiben. Ich habe einen Granatwerfer dabei. Okay. Dann halte ich viel Abstand. Zumindest bis mir die Munition ausgeht hier. Ja. Die Gegner sind da auch schon inzwischen ein bisschen intelligenter, weil die kommen dann angelaufen teilweise. Also das ist jetzt nicht unbedingt intelligent, aber sie stehen nicht blöd rum. Okay, ich würde sagen, wir haben die Höhle geentert. Was ist ja. das hier? Kann man da... Nee. Boah, ist das ein Hall. Ich muss mal kurz die Lautstärke ein bisschen runterdrehen. Haben sie den Hall verstärkt? Sicher, das ist ziemlich. Ist da wer? Ich sehe da nichts. Irgendwas ist da bestimmt. Ich weiß nur nicht mehr. Ja, da unten kommen die ersten Gegner, soweit ich weiß. Oh je. Da, nee, das ist keiner. Das ist auch kein. Da ist einer. Ich würde sagen, ich habe ihn getroffen. Mal schauen, ob die sich wehren. Da ist einer, da kommt er, ja, der sieht mich. Hat ihn auch erwischt.
Lebt der noch? Ne, der hat nur der hat nur einen Rektolkabolz gemacht. Bin ich neugierig, ob die Gegner da noch angelaufen kommen? Ich bin mir nicht sicher, wir werden es gleich sehen. Ja doch, da, oder? Ich sehe nichts. Siehst du was? Ich habe mir nur was eingebildet, aber nein. Sag mal, halt es bei dir auch so? Ja, ganz extrem. Da hinten steht, glaube ich, nur einer, aber... Na, dann schieß. Er rührt sich nicht. Wo ist denn der Typ? Oh, ich hatte einen Schuss. Hast du ihn erwischt? Ja, aber er läuft jetzt mir entgegen. Was, er läuft dir entgegen? Da war er, aber ich glaube, ich habe ihn nicht. Jetzt habe ich irgendwie in der Höhe, das ist wieder Streifschuss. Okay, einen Schuss habe ich noch in dem Ding. Oh. Wo denn? Irgendwas hat geschossen? Ja. Aber ich sehe nicht. Ich sehe ihn auch nicht. Wo sind denn die zwei, die ich erschossen habe? Einer liegt da vorne. Ah, hier. Da ist einer hinter da. Nee, doch nicht. Ich hol mir mal den Rucksack von dem Typen hier. Gehst du vor? Da hinten leuchtet was. Ah, ich sehe, glaube ich, ein Licht. Oha. So, ich habe den Rucksack mal equipped. Wo sind denn die? Ich habe ihn mal gestreift, aber ich glaube, der ist nicht hin. Du sollst ihn ja umbringen, nicht streifen. Kann man Waffen in den Rucksack tun? Ach Gott, was hat der denn da drinne? Ach, hier ist Dolovin drinne, Wolfi. Ah, da. Ja, ich habe ihn. Ja, das ist eben das Gute da. Du findest bei jedem Gegner was Schönes. Cool. Okay. Du musst nur die... Ich glaube immer das Größte. Also wenn er einen Rucksack hat, dann ist im Rucksack was drinnen. Mhm. Und wenn er einfach nur eine Brustpanzer hat, dann ist da in der Brustpanzer. Toll, ich hab eine Schrotflinte. Naja. Bist du schon weitergegangen? Nein, ich bin da in der Ecke hinten. Okay, warte mal, ich plünder hier noch ein bisschen. Ach, da bist du ja. Ich plünder noch ein bisschen. Was kann man denn hier so plündern? Ah, ein Multitool. Ja, damit. Und ein Orbit Mining, sehr gut. Also, ich habe jetzt hier, bin ausgerüstet. Sehr gut. Nimm da aus der Waffe das Magazin und werf sie weg. So. Mach das. Jetzt wollte ich sie wegwerfen. Na, das wollte ich jetzt auch nicht. Ich hab eine Schrotflinte. Machst denn da? Falsche Waffe, das ist die richtige Waffe und weg damit. Ist Dolovin was wert? Bin mir ja da nicht sicher. Also wenn man da alles zusammenkloppt von den allen Gegnern, dann kann man noch ein bisschen ein bisschen Mining hier betreiben. Ja. Also kriegt man 70.000, glaube ich, raus. Ja, wo müssen wir denn hin, Wolfi? Da gibt's da, glaube ich, irgendwo noch. Ich bin gleich bei dir, warte mal kurz. Was ist denn das hier? Das Orbit Mining Attachment. Kann man das Mining Attachment da drauf ziehen einfach? Nee, ne? Das kann man nicht. Was ist denn das bloß? Irgendwo war ja da was zu nehmen. So, machen wir das Mining Attachment mal da ran. Schau mal, ob ich wohl eine Kiste finde. So. Ah, da ist eine Kiste. Das Wolfi. Da ist drinnen boah, mehrere Helme. Kannst behalten. Freut nicht. Okay. Dann ist da noch eine Kiste. Da ist. Ne, Brustpanzer, uninteressant. Der Arme. Ja, der liegt da. So, wo müssen wir hin? Immer weiter in die Tiefe. Das ist die Frage, wo ist denn immer weiter? Bist du hinter mir? Ja. Ja. Mach mal Licht aus, da sehe ich mehr, auch wenn es komisch klingt.
bist immer noch da, ne? Ja, ja, ich bin dir im Rücken, also wenn du von hinten Beschuss kriegst, bin ich das. Sehr gut. So, Vorsicht, wir nähern uns wieder einer weiteren. Da sehe ich da keinen. Ich sehe auch keinen, ich sehe nur Rauch. Hm. Nee, hier ist nichts. Verdächtig. Ja. Ich glaube, wir sind richtig, ne? Ja. Es ist halt witzig, dass ich immer deine Schritte höre. Naja, ich höre dich auch hier rumstapfen. Also das müssen sie wieder ein bisschen runterdrehen. Das war ja furchtbar. Witzig, mich selber höre ich gar nicht so. Siehst du was? Ich sehe nix. Ich glaube, wir müssen hier runter, kann das sein? Ja. Was ist das finster hier? Oh, will ich da, will ich so tief runter? Bleibt mir nichts anderes übrig, glaube ich. Ja, so ein Stückchenweise. Ach, jetzt müssen wir wieder hier durchkrebsen, kann das sein? Genau, ja. So links herum geht's ganz gut. Ja, warte mal. Hier meinst du? Ah ja, stimmt. Ja, genau. Da kann ich fast stehend vorbei dann. Ja, ich konnte es nicht mal kriegen. Sind wir richtig? Ja, ja, wir sind richtig. Wie viel kriegen wir eigentlich für die Mission? 25.000. Oh ja, immerhin. Ja. Guck mal, rosa Licht. Ich will da nicht runter, Wolfi. Sind wir noch auf der richtigen? Ja, wir sind noch richtig. Das Interessante ist halt der Loot. Zeugs, was man so schön findet. Schau mal, Herrschaftszeiten, wie tief geht denn das hier noch rein? Ja. So. Das ist richtig umfangreich. Noch 100 Meter. Zeiten. Hier durch? Nee, ne? Da lang. Also. Nee, das sieht nicht gut aus. Da geht's auf, also geht's eher da. Vorsichtig runter. Also. Brich dir nicht die Beinchen. Ja. Auf dem Rückweg können wir hier ordentlich Mining machen. Ja, und da wieder rauf und dann ist. Kann man denn hier? Ach, da. Jetzt habe ich meine Waffe verloren. Naja, egal. Doch, da. Ich warte mal, bis du da oben fertig bist. Das sieht nicht so gut aus. Weil ich die Waffe in der Hand halte. Ja, es könnte sein, wenn wir mal wegtun. Ah ja, geht besser. Oh, ich sehe schon wieder ein Licht leuchten. Ein Lichtlein? Ich komm hier nicht ja, rauf. Ja, das sind sogar mehrere. Du machst das schon, Wolfi. Ich komme nämlich hier gerade nicht rauf. Okay. Ich will hier rauf. Ah, so. Okay. Okay. Falsche Knarre. Noch mal die Muni raus aus der Waffe und schmeiße weg, so. Was machst du? Ich habe ja dieselbe Waffe mit los, Wolfi, geh vor. Ich habe keine Munition. Ja. So, jetzt habe ich Schalldämpfer. Aha. Ist die leer, die Waffe? Ja, die habe ich jetzt gerade geleert.
habe die ich getroffen habe, habe ich hoffentlich alle erledigt. Da sind wieder zwei Lichter. Ein Schuss habe ich noch. Da oben auch irgendwo ein Licht? Ich sehe gar nichts. Kann es sein, dass du auf den Scheinwerfer schießt? Nee, ich merke dann eben... Ah ja, da hinten ist einer. Aufblinkenden... Risiko! Daneben. Da müsste links noch einer sein, oder? Ah, da ist gar keiner. Ich laufe hier ohne Waffe rum. Ist eine richtig gute Idee. Ist eine richtig gute Idee. Ja. Naja, wenn wir die Gegner finden da vorne, dann sind sie hoffentlich alle tot und du kannst die Waffen nehmen. Wollen wir hoffen? Die Schrotflinten. Ne, da ist keiner. Da liegt einer, oder? Hat er keine Waffe? Ja. Ah, da ist die Waffe. Wo? Da. Schrotflinten. Besser eine Schrotflinte als ja nicht. Ja, da kannst du gleich plündern, wenn du willst. Ja, ich gucke gleich mal hier. Schauen wir, ob ich da jetzt beim Reinschauen sterbe oder ob da. Nee, passt. Warum solltest du da beim Reinschauen sterben? Ja, weil mich da einer erwischen könnte und mich beschießt. Nee, da ist gar nichts. Nicht mal eine Kiste, glaube ich. Ah, ich habe unseren Kandidaten gefunden. Ja. Das Problem ist, ich habe nur eine Schrotflinte. Kann auch sein, dass da zwei drin stehen. Ich weiß nicht. Nach dir, Wolfi. Okay, dann. Ich stürme den Bereich. Was machst du? Du stürmst? Sehr gut. Ich sehe eh zwei. Die anderen da. Wo ist der zweite? Da. Oh, ich habe nur. Hab ich dich jetzt erwischt? Jetzt hast du mich erwischt, ja. Aber ich hab ihn erwischt. Ich hab so knapp über deinen Rücken geschossen, aber offensichtlich war das. Naja, ich glaube, du hast mich nicht wirklich erwischt. Ich glaube, das war nur so eine Warnung, so nach dem Motto: Achtung, da schießt jemand in deiner Nähe oder so. So, okay. Ach, da ist aber ganz viel Zeugs drin. So. Einmal Traktorbeam-Erweiterung. Das braucht ja kein Mensch. Nur die Steine.